Hallo Freunde der Spielkultur, beim letzten Mal haben wir hier diesen Shinobi oder diesen Boss auf dem Pferd besiegt. Der japanische Name ist mir wirklich entfallen. Und jetzt gehen wir mal, bevor wir hier in die Burg reingehen, hier hoch zurück. Weil dort oben ist noch ein Händler, wo wir uns was kaufen können, weil ich habe ein bisschen... Oder auch nicht. Moment. Ich schau noch was. Ah, ja, okay. Kann ich drei auspacken und dann geht das schon. Haben wir ein bisschen gefarmt. Habe ich ein bisschen gefarmt. Und ja. Wir haben ja. Ich denke gerade nach, weil ich ein bisschen zweischneidig fahre, weil. Jetzt habe ich bei einem anderen Charakter bin ich jetzt, weil. Ich mein Desktop-Ton nicht da war. Ich weiß auch nicht, was mit diesem Projekt los ist, aber ich habe nur die Probleme. Keine Ahnung. Jedenfalls. Ja, dann habe ich halt die anderen Sachen jetzt nochmal bis dorthin gemacht und jetzt machen wir hier weiter. Und als erstes kaufen wir uns einen Kürbissamen. Ja, will ich. Ah, und hier können wir auch genau Tropfen Drachenblut kaufen. Das ist ziemlich selten im Spiel. Das. Oder ist das der gleiche? Anscheinend ist das der gleiche. Er hat nur aufgestockt sein Inventar quasi. Aber wir wollen den Kürbissamen haben. Dann haben wir mal einen Trank mehr. In Frieden ruhen. Dankeschön. Gut, und jetzt gehen wir noch zu diesem netten Shinobi hier rein. Was hier das Massaker veranstaltet hat. Das geht schon noch. Nein, das ist die Stiege. Oder waren wir da schon beim letzten Mal? Ja, waren wir schon. Oh, sieht aus, als hättest du doch ein paar Ratten gefangen. Ja, natürlich habe ich Ratten getötet. Ich genau das habe ich ja auch Talent gemacht. Fürs Töten hast. Und jetzt bekommen wir eine Skillrolle. Hier ist eine Belohnung. Ein Skillbuch. Nimm sie. Genau. Ashina ist Esoterik-Text. Kompendium des Ashina-Schwertstils ermöglicht das Erlernen von Fähigkeiten des Ashina-Stils. Es liest sich wie die Geschichte der zahlreichen Kämpfe des jungen Ishin, mit denen er seine Technik mit dem Blut seines Feindes perfektionierte. Er benannte seine gesammelten Techniken nach seinem Clan, den Ashina-Stil. Was ist das? Die Wege der Ashina-Klinge. Das ist unser Kampfstil, aber es gibt keine festgelegten Regeln. Oh, du gewinnst cool. Einfach deine Kämpfe. Das ist die wichtigste Regel des Ashina-Stils. Hm. Ich hoffe, er kann dir bei deiner Rattenjagd behelfen. Ja, ich mag die Ratten ja auch nicht. Ne, wir haben drei Punkte. Das heißt, die investieren wir gleich rein. Wie gesagt, wenn nicht alles übereinstimmt, weil ich glaube, wir haben ich habe unabsichtlich anscheinend die Quest schon angenommen. Die habe ich aber, glaube ich, in diesem Verlauf noch nicht gehabt. Aber nein, da will ich nicht hin. Jetzt können wir eigentlich weiter, weil hier oben ist nichts mehr. Jetzt lernen wir mal diesen Schwertstil. Und genau, ich habe mir auch noch einen Skill geholt. Wenn man Todesstöße macht, zeige ich euch jetzt die Fähigkeiten. Wenn man Todesstöße macht, dann bekommt man Leben dazu. Und das ist ziemlich cool, finde ich. Dann kann man fast tot sein und dann... Okay, zwei. Nehmen wir mal diesen Schwertstil. Ich bin neugierig. Hey, cool. Gewährt latente Fähigkeit. Heim hinabsteigende Kraft. Krapfen? Hinabsteigende Krapfen. Okay. Eine latente Fähigkeit, die nach erfolgreicher Parieren für ein paar Sekunden den Schaden für die Haltung aus allen Quellen erhöht. Das ist ja geil. Ist ja richtig gut. Der Ashina-Stil ist tief mit dem Fluss des Urquellwassers verbunden. Eine Klinge zu parieren gleich dem
Karpfen, der den Wasserfall hinabsteigt. Okay, hier haben wir noch zwei. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt das und jetzt gehen wir ein bisschen grinden. Ich möchte diesen Kampf... Moment, Oh, okay. Ach ja, genau, seht ihr? Ich habe ja... Moment. Fähigkeit. Ich habe hier ja das auch noch genommen, aber das habe ich hier jetzt noch nicht. Wie gesagt, es ist ein bisschen Chaos momentan bei mir, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wieso das so ist, aber auf jeden Fall holen wir uns nachher noch diesen Skill. Ja, gut. Aber das ist jetzt mal unwichtig, jetzt möchte ich mal... jetzt gehen wir mal zu unserer Ärztin des Vertrauens. In dem maroden Tempel. Maroder Tempel. Ist aber auch kein gutes Deutsch. Ja. Gut, und schon sind wir hier. Servus. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Ja, ich bin auch froh, dass du mir jetzt noch ein neues Schlückchen Kürbissaft gibst. Oder Kernöl, so wie ich gerne sage. Kürbiskernöl. Ja. Genau, und ich muss mir noch die Feder craften, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe sie schon eingesammelt beim letzten Part, ich weiß. Oder besser gesagt, ich habe sie eingesammelt im letzten Part. Was ist? Modul herstellen. Ja, genau, seht ihr? Nein, ich denke gerade nach. Beim letzten Part habe ich es eingesammelt. Ach ja, nein, ich habe sie eingesammelt, wo wir, genau, Shinobi-Module können wir auch noch verbessern. Das haben wir beim letzten Mal, nachdem wir diesen Ritter besiegt haben, gehabt. Und ich muss noch das verbessern, oder? Ja, genau, das muss ich noch verbessern. Entschuldigung, wenn ich nicht auf... Ich habe nicht genug Geld. Moment. Das haben wir gleich. Jetzt will der Typ auch noch Geld für seine Arbeit haben. Wo kommen wir da denn hin? Jedenfalls, ja, ich habe halt zu spät gemerkt, dass kein Ton ist. Ich nehme meistens so ein paar Stunden auf, wenn ich Spaß daran habe, sogar mehrere. Und kannst du bitte Hallo? Ja, Gesundheit. Genau, beim hin und wieder auch mehrere. Und ich habe es leider jetzt übersehen. Ich glaube, wir haben uns das geholt und das ist auch am nützlichsten, finde ich. Und dann kann man, oh, ich kann noch was machen. Nein, kann ich nicht. Oder? Nein, kann ich nicht. Okay. Gut, dann war's das mal. Fürs Erste, was wir hier machen können. Ich denke jetzt nach, wo wir jetzt als nächstes hingehen. Ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt nicht den normalen Weg weiter. Wir gehen jetzt der Feuerfestung in den Anwesen der... Wie heißt es noch schnell? Hirata-Anwesen gehen wir weiter. Dann haben wir... Ja, jetzt, ja, genau, Hirata-Anwesen gehen wir jetzt weiter. Und wir gehen da oder da, gehen wir daher mal zum Probieren, wie die Fähigkeiten sind. Mich interessiert das gerade voll. Ja, und dann schauen wir uns, dass wir den Hintereingang finden. Aber hoffentlich bin ich jetzt so ziemlich auf den gleichen Level, wie ich vorher war. Ich meine, von den Tränken war ich schon so... Ja. Jetzt mache ich jetzt mal die hier weg. Dass ich mich. Ups. Kann ich bitte all mein Loot haben? Ja, komm, hau mich. Okay. Hier kriegt man halt am meisten Geld von dem her. Aber gehen wir mal weiter. Ich möchte ein bisschen Action. Okay. Hallo? Na bitte mehr,
Haltungsschaden, das ist richtig geil. Das gefällt mir. Wer sieht mich hier? Wer sieht mich hier? Der Trainer ist hier rausgerannt. Okay. Was auch immer. Dankeschön. Moment, jetzt muss ich noch schnell... Zeige ich euch das. Ist nämlich nachher so, dass ihr dann eine neue Fähigkeit habt. Dann könnt ihr entweder halten oder halt... normal drauf tippen. Ihr könnt beides verwenden. Das ist das Coole. Das wollte ich noch sagen. Genau, das sind zwei verschiedene. Ah, ich habe die Axt hier ausgerüstet. Perfekt. Möchte ich einmal die Fähigkeit ausprobieren. Wow, was ist das bitte? Habt ihr das gerade gesehen? Kommst du? Hab ich da den Boss schon besiegt? Hallo. Okay, genau. Ich glaube, diese Fähigkeit habe ich auch noch nicht. Alter, jetzt. Ich brenne. Okay, irgendwie will es heute nicht. Ja, Löschwasser. Bitte ein bisschen Löschwasser trinken. Dankeschön. Bam. Und du kriegst jetzt mal meine Axt ab. Ich möchte eigentlich dieses Level noch voll kriegen, falls ich dort oben sterbe. Der Dude ist ja schon tot, genau. Hallo. Nein, ich will zu deinem Bogen schützen. Ja, natürlich trifft er mich. Ja, Alter, was du das? Ja, komm. Alter, lass mich mal trinken. Ah, was ist mit du? Möchte ich noch schnell was nachschauen? Fähigkeiten. So eine latente Fähigkeit, das heißt. Eine latente Fähigkeit, die nach dem Todes... Achso, nein, das war das Falsche. Okay, einmal Heilung mehr habe ich eh schon. Aber das ist durch diesen Boss gewesen, durch den Ogre. Eine latente Fähigkeit, die bei erfolgreichen Barrieren den Schaden für die Haltung für einige Sekunden erhöht. Der Ashina-Stil ist tief... Okay, gut. Das war jetzt... Ich setze mich jetzt nochmal zum... diesen netten Leuchtfeuer da vorne, es ist mir einfach zu wenig. Wenigstens können wir nachher das Level voll bekommen. Okay, wir sind eh bald voll, dann können wir weiter. Gut. Zuerst. Das geht mir auch irgendwie ab. Könnte mich jetzt gesehen haben, Alter. Ich möchte zuerst dich. Oh ja, das ist schön. Diese Fähigkeit ist ja richtig. Habt ihr das gesehen? Alter! Nochmal. Ich hasse diese Feuertypen. Alter! Okay, der Schaden wird wirklich mehr, wenn ich... Das wollte ich nur probieren. Okay. Dann habe ich noch Heilkügelchen. Habe ich da noch Heilkügelchen? Ja. Dann nehme ich keines. Und dann rüste ich das auch gleich aus, statt... wo sind die denn? Meine guten alten Heilkügelchen. Wie lange haben wir noch? Ja, das geht sich aus. Wir sind eh gleich beim nächsten Leuchtfeuer. Das finde ich schon irgendwie... immer angenehm. Ja, kann ich schon sagen.
Aber dann nehme ich die Asche, ist egal. Ja, ich merke nur, dass die Leute vorher ziemlich nahe beieinander sind. Aber die Kämpfe sind auch knackiger. Also ich glaube, das haben sie gemacht, weil sonst vielleicht zu viel Frust rauskommt. Kommt schon viel Frust raus, wenn es die Hälfte von deiner XP verlierst. Jetzt kümmere mich um diese netten Herren hier mal. Aber dieses Kampfstil, der gefällt mir richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich möchte ich mir jetzt zuerst diesen Bogenschützen. Wer ist da hinten? Den hole ich mir jetzt aber. Wo ist der Dude? Also hier in der Ecke steht der. Das ärgert mich. Alter, seht euch das an. Gerne ein bisschen Heilung. Gut. Wer schreit hier jetzt? Ah, da ist noch einer. Gut. Da hätte ich auf ihn zuhüpfen müssen, aber es passt schon. Und das haben wir mal geschafft. Gut, wenn man weiß, wo die Gegner hier stehen, geht das eh. Jetzt sind wir... Normalerweise ist der jetzt... Jetzt ist er gekommen. Ich habe schon ein paar Mal gehabt, wo, dass der Typ nicht gekommen ist. Bam, bam. Das finde ich so geil, dass ich mir... Ich finde, das ist irgendwie eine Mischung aus Assassin's Creed und Dark Souls. Das finde ich richtig cool. Jetzt setzen wir uns mal hier hin und dann stehen wir uns hier mal ein bisschen um. Hey, perfekt. Ich kaufe mir mal ein bisschen was, dass ich den Kack nicht verliere. Ich brauche momentan eh nicht. Und sonst weiß ich, wie die Farming-Spots sind inzwischen. Ja, hier rüber müssen wir. Okay, das ist jetzt auch Neuland für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen schaue ich, bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Gehen wir mal da hinten. Dreck. Okay, hier mal hoch. Das sind schon ziemlich viele. Alter. Okay, ich gehe nachher in die andere Richtung noch. Ich warte nur ab, wo die ganzen Leute hingehen. Bei diesen Bogenschützen. Wenn du mal nachladest, habe ich dich schon getötet. Komm doch. Kommt doch her zu mir, jetzt sage ich mal mein Leben. Nein, die mache ich jetzt. Wenn... Ach, Glück. Nein. Nehme ich mal einen guten Schluck von meiner roten Kürbisflasche, ein Heilkügelchen. Und hofft, dass der jetzt kommt. Komm her zu mir. Sei lieb zu mir. Sei lieb zu mir. Komm her. Ich mag nicht gerade, dass ich von deinem Bogenschützen von hinten angeschossen werde. Ja, der Schaden von der Haltung ist wirklich mehr. Diese Technik ist ja richtig nice. Okay, so kann man sie am besten machen. Was ist mit? Das war jetzt nicht so schwer. Ah, hier ist noch wer. Hallo! Alter, da, ich meine, mein Schaden bei der Haltung ist sowieso schon groß. Aber... Ich finde die Technik richtig geil.
möchte jetzt nur schnell zurück, weil ich möchte wissen, was in diese Richtung war, weil es war ja eine Abzweigung. Vielleicht ist hier noch ein... Genau, hier meine ich. Ja, genau. Oh, hier schaue ich mal um die Ecke. Ach so. Okay, Abkürzung. Okay. Schade. Aber ist okay. Ah, der steht wieder auf. Das ist typisch From Software. So kleine Bugs, so witzige. Schade, dass man die Leichen nicht herumtreten kann. Das wäre ja noch witziger. Da hätte ich so richtig Dingsgefühle. Ich möchte hier rein. Hoffentlich ist da nicht noch irgendwer, aber hier ist Loot. Da hinten ist das. Okay, hier hinten ist das. Alter, ich dachte mir schon, da steht wer. Darf ich bitte diese Rüstung haben? Ich würde die gerne anziehen. Vielleicht halte ich dann mehr aus. Vielleicht ist gut gesagt. Dann bin ich so ein Viech wie die anderen Samurai. Aber hier haben sie ein richtiges Massaker gemacht. Blut. Das, was durch die Wand leuchtet, das ist immer gut. Dann kann man das wenigstens nicht übersehen. Immer um die Ecke schauen, das ist auch ein kleiner Tipp von mir. Da waren wir hier. Oder gleich an die Wand drücken, das kann man jetzt eigentlich. Ja, nur, weil man weiß nie, was für eine Gegner-Raum-Software hier platziert. Ich kenne diese Leute schon, die sind Sadisten. Wie gesagt, die Gefahr kann hinter jeder Ecke lauern, aber hier anscheinend nicht. Gut, die meisten sind jetzt rausgegangen, wo ich gekämpft habe draußen. Aber wahrscheinlich rennen die dann hier herum. Aber ich möchte in den Charakter. Ich möchte irgendwie hier in den Fluss. Also mal ist der Loot und zweitens mal ist hier sicher ein Fisch. Nicht einmal, das ist zu seicht für Fisch. Oh, hier geht's ja weiter mit dem Spaß. Okay, wir müssen da sogar galan. Weil hier vorne ist nichts mehr. Ich möchte irgendwie zuerst hier lang. Ich möchte hier hinten. Da vorne spielt es sich ab, also gehe ich mal woanders hin. Okay, hier ist, sind schon wieder in den Gebäuden auch Leute. Nein, das ist kein Gegner. Dankeschön. Okay, heute stelle ich mich nicht so gut an wie letztens. Aber ist egal, Hauptsache ich sterbe nicht. Geldbeutel. Den lassen sie einfach liegen. Sie wollen ja nur zerstören. Ihr seht mich nicht, okay? Wie lange haben wir noch? Fuck, Boss. Wenn ich das vorher gewusst hätte. Oh mein Gott, was ist denn das bitte? Möchte erst die anderen töten. Danke. Okay, Alter, der ist ja auch noch schnell, ey. Was soll denn der Kack? Ich hau jetzt mal ab und versteck mich wo. Und dann rennt er zurück.
Mami? Hilfe? Jetzt weiß ich, was mein Kollege gemeint hat mit Samurai. Nicht Samurai. Sumo-Ringer. Dein Samurai. Keine Ahnung. Wo ist der Dicke? Ich würde mich freuen, wenn der zurückgeht und ich ihn von hinten abstechen kann. Ja, da geht er ja. Wie nett. Aber. Ist ja mein Gras zum Verstecken. Doch, ist. Ah. Gras zum Verstecken ist. Schilf zum Verstecken ist immer. Zu reden. Hilfst du mir bitte? Du bist weit gekommen für einen Abtrünnigen. Bist du ein Assist, meine Herr nicht? Hör mich zu! Mein Name ist Nonami Gensai. Ich stand an der Seite des Ashina-Clans, als sie das Land erobern. Was ist mit dir? Okay, der spuckt Gift. Nein, böse. Heilen? Kümmere dich bitte. Oh, weg! Ist er schon tot? Nein. Ah. Weg! Ein gutes Tränk. Das! Nein. Der spuckt ja mit dem blöden Gift. Okay. Der Typ ist hin. Nein. Okay, ich bin immer tot, aber bitte dreh dich um. Bist du schief? Magst du Feuer? Nein, er mag Gift. Alter, der vergiftet einen. Momentchen. Das brauche ich jetzt nicht so sehr, aber das brauche ich sehr. Der spuckt mich Gift, der Arsch, Alter. Okay, weg. Moment. Leider ist der Typ gestorben, hoffentlich kommt er wieder. Okay, das juckt ihm wenig. Ah, doch. Okay, dann muss ich ausweichen. Gut zu wissen. Okay, das ist hochhüpfen. Brauche ich ein gutes Tränkchen. Hey, Alter. Bleibst du da? Hat er jetzt gerade seine Klinge? Weg! Ich will nicht vergiftet werden von diesen Herren. Okay. Sind. Feuer mag er nicht zu gern. Gut zu wissen, dass du Feuer nicht zu gern magst. Feuer ist gut. Alter, wenn er zuwimmst, dann bin ich schon fast tot, hey. Näher zu. Okay. Schauen wir mal, ob ich den noch schaffe. So nette Herren Seiten. Pfui. Kann ich bitte diese Haltung einnehmen? Danke. Okay. Der folgt mir aber ziemlich lang. Nein, Feuer. Ach, geht Dreck. Nein. Okay, da war ich jetzt selbst schuld. Ist aber auch egal. Ach, das kann. Gut, das passt. Gut, das ist ein gutes Stichwort, weil. Jetzt machen wir
Jetzt sage ich eigentlich nur mal danke, dass ihr eingeschaltet habt, und beim nächsten Mal machen wir hier weiter und werden den hoffentlich schaffen. Ich frage mich nur, ob wo der steht, dass ich mich vielleicht anschleichen kann. Oder vielleicht, dass ich die ganzen Minimis mal wegmache, dass ich und der nette Herr da drüben, der was mir netterweise geholfen hat gegen diesen Boss, das kommt auch nicht oft vor. Naja, hin und wieder kannst du gewisse Leute rufen, okay. Das kommt auch nicht oft vor. Und ich schau mal, dass ich die ganzen Gegner mal umbringe in dem Gebiet. Und dass es dann vielleicht leichter ist. Ich meine, so schwer ist er nicht. Er ist machbar. Man kann ihn abwehren, manche Attacken nicht, okay, ja. Aber das sieht man dann eh, wenn er so vorstößt, wie ein Sumo-Ringer. Aber jetzt schauen wir mal Fähigkeiten. Kann ich mir von dem neuen Technik, was kann das? Eine latente Fähigkeit, die bei erfolgreichen Parieren den Schaden für die Haltung erhöht. Der Ashina Stil ist tief mit dem. Eine Klinge zu parieren gleich den Karpfen der. Das ist ja das Gleiche, was kann das? Stellt nach jedem erfolgenden Todes. Das Gleiche. Reduziert den Schaden für die Haltung, wenn ein Feind mit einem Schwert angreift. Ich sag nur eins, das gefällt mir. Habe ich das hier schon? Stellt nach jedem erfolgenden Todesschlag Vitalität wieder her. Todesschläge geben Shinobi die Gelegenheit durchzuhalten. Ja, das weiß ich. Ich spare auf was. Nein, wisst ihr was? Ach, egal. Nehmen wir das. Und ich sag jetzt nur mal danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir jetzt ein Abo da. Und wenn ihr diesen Boss nächstes Mal nicht verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.